Commanded by a powerful creature to retrieve a priceless treasure, you now plot how to infiltrate a Savas city and break into an armory deep inside their mountain. Assaulting the Savas directly is hopeless, the creature told you. But there is a passage on the north side of their city that leads directly to their vault. So that's where you go. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg! Was bin denn hier bei Mandalorian? Ihr lauft die Straße entlang, als euch das laute Geräusch schlagender Flügel nach oben blicken lässt. Dort seht ihr einen Schwarm roter Vögel, die nach Süden fliegen. Hier. Schön für euch, Vögel. Fliegt mal. Der Schuss wäre schwierig und ihr wollt lieber keine Pfeile verschwenden. Ihr entscheidet euch, die ganze Vorzweige. Ja. Weiß nicht. Irgendwann müsst ihr es eigentlich einfach auch nochmal ausprobieren. Zu gucken, was ja negativ ist. Es ist eine lange, harrowing Journey. Navigating to the far side of the mountain. But eventually you find the hidden entrance. You will need to act quickly, the creature had instructed. As soon as you enter, the Savas will sound an alarm. You'll need to get what you came for and get out before you're overwhelmed by reinforcements. You reach a simple wooden door at the end of the tunnel. Carefully trying the door, it doesn't budge. It's rather flimsy, so you should be able to break it down easily. But you'll have to abandon a stealthy approach. Also ich mach mir den Stress gar nicht mehr. Ich gehe einfach hin und mach BÄM. Ausgelöscht. So, ja, wir haben jetzt natürlich 1, 2, 3. Ja, hier. Und dann muss ich mich da hinbewegen, ne? Damit? Ja, komm, was damit, ne? Und hier haben wir natürlich die Qual der Wahl. Aber die Lähmung? Ja, ne? Nehmen wir direkt mal ein. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her, ne? Es ist ein kleiner Raum. Okay, wir müssen einfach mal gucken, ne? So. Wir können jetzt bis hier hingehen. Ob das gut ist, weiß ich nicht mehr. Aber ist egal. Und dann hauen wir die Tür kaputt. So. Und es waren zwei Gegner. Das sind... Es sind normale Gegner, ne? Das ist natürlich, wie gesagt, das ist schon mal gut. So, was machst du denn? Schienen 2, Angriff von 4. Übelste Reichweite. Und der beschwört einfach mal ein. Alles klar. Die wollen natürlich direkt vom Anfang an mich nerven. Ja, ich kann jetzt bis hier hingehen. Zack. Und dann mach ich die Bewegung springen. Hier die Lähmung, weil. Ja, gut, der hat dennoch die Reichweite, ne? Trifft sie hier. Ist die Frage, möchte ich damit einfach direkt noch voll auf die Kacke hauen? Oder hebe ich mir das dann nach auf? Weil, gut, eigentlich ist damit getroffen, ne? Ich mach danach den Feuerangriff. Das ist ein Feuerball, ja. Warum hatte ich jetzt Vorteil? Ich hätte es doch benutzt? Nein, oder? Die Frage ist, will ich mich jetzt hier einfach mal unsicher machen? Ich meine, 4 Schaden wäre nämlich ziemlich... Oder Reichweite von... Ja gut, nee, er trifft sonst die da unten. Ist ja auch... Ist ja, Ach, guck mal hier. Ja, egal, ich muss einfach keine Sorgen machen. So. Und jetzt ist er nämlich da, ne? Das ist nämlich eine ganz andere Hausnummer. Ich einfach Inferno machen. Ich meine, ich bin eh bei 4 Schaden, ne? So, 1, 2, 3. Ich könnte hier 3 hingehen. Inferno, bam, bam. Brauche ich 1, 2, 3, 4. Stehe hier hin. Ja, wär okay, ne? So. Und hier, wie gesagt, damit töten wir den oberen Guru da. Du brauchst nur eine... 60 ist halt langsam, aber egal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Heilung, ja, beschwören Frost, der ist nach mir dran. Okay. Okay.
Ich mache nicht damit. Ja, damit treffen wir mich auch gar nicht. So. So, wir müssen uns nämlich daneben stellen, das ist wichtig. Dann machen wir überspringen und hier den Angriff. Feuer 1 plus und Vorteil. Und ich habe meinen Bogen. Ach, den kann ich nur auf. Okay, den kann ich hier nicht. Ich hoffe, das ist ja stört, ne? Ja, nice. Er hat leider überlebt. Das ist ärgerlich. Jetzt muss ich mal gucken, wer von denen. Er macht die Heilung. Als Überlegung, ihn jetzt zu töten, ne? Kann ich gar nicht, weil sie nicht daneben steht. Ich kann nur ihn töten. Ne, warte dann. Bewegung bestätigen. Stellen wir uns doch lieber neben ihn. Töten ihn, ne? Stellen wir uns doch nicht dumm an. Okay, so. Okay. So. Auf ein neues. Wir wollen den und ich brauchte das mit der Bewegung, ne? So, ich würde mich irgendwo hier dann hinstellen. Ja, ja. Aber ich brauche schon die. Ich brauche gar nicht so eine krasse Bewegung, ne? Die drei würde eigentlich auch reichen. Oder was brauche ich denn hier? 1, 2, 3. Okay. Gut. Wie gesagt, wir gehen dann hier hin. Stehen wir neben ihm, dann können wir nämlich die Fähigkeit auch einsetzen. So, wie wir es machen wollen. Hier das schöne Inferno. So, Zug beenden. Weil ich mir die Karte zurückholen. Na, ne, komm. Gerade nicht. So, erhalt ihn. Ist okay. Wir begeben uns bis nach hier. Nee, ganz klar, warte. Okay. Der darf. Gut, dann muss ich wirklich aufpassen. Der darf nicht an meinen. Also, er muss bei mir an einen von meinen stehen und darf nicht bei einem von dem Gegner stehen. Alles klar, so. Okay, den haben wir besiegt. Kein Problem. So, jetzt haben wir hier. Mit 7 kann ich natürlich den Segen und Heilen machen und 3 Schaden. Ne? Ist okay. Dann können wir uns jetzt hier die beiden machen. Dann sind wir wahrscheinlich auch schneller. Ne? Und greifen und, ja. Ich kann natürlich auch rein theoretisch. Den machen, ne? Könnte ich mich schon mal bewegen. Okay. So, wir greifen damit an. Gucken wir mal. Es sind schon 3 Schaden. Wollen wir uns den sehen? Ich meine, die 3 Damage werden jetzt reichen, um zu besiegen. So, hier oben. Überlegung. Will ich schon in den Raum reingehen? Nee, komm, ich sammle das Gold ein. Sonst wird er jetzt nach Gegner aktiv und der würde ja natürlich direkt angreifen. Wäre nicht so optimal, ne? So, und hier haben wir jetzt die Qual der Wahl. Kalte. Ja. Auf die Karten zurück und hier.
natürlich, wir können ja mega viel Schaden machen, ne? Ich bräuchte nur eine bessere Bewegungskarte noch, okay. Finsternis ist eigentlich aktiv, aber. Na, wenn wir nicht ausspielen. Würden wir jetzt nicht ausspielen, so. Hier. Dann eine 5er Bewegung, ne? Nur die Giftklinge mit 60, oder? Ja. Habe ich bei ihr jetzt eigentlich auch noch die Stiefel? Ja, habe ich. Weil ich muss ja da beim Gegner noch dran stehen, ne? So, mit den Stiefeln gucken wir doch mal, wo der Gegner steht. Dieser Elite-Mann. 1, 2, 3, 4. Gut. Mal bis hier gehen. 19 Leben, ne? Hatte ich nicht in Erinnerung, dass er so stark war. So. Mit dem Bogen. Ja, hier. Keine Ahnung. Gucken wir mal. 6 Schaden. Boah, das ist natürlich in Waffen, wie sie alle angrenzenden Gegner an. Bewegung von 4. 1, 2, 3, 4. Aber der kommt halt auch direkt. Der steht da oben, ne? Ja, gut, super. Ne, er muss ihn. Ja, komm. Ach so, du gehst natürlich ein Feld weg. So, dass dieser Angriff mir nichts mehr bringt. Überlege ich halt hier mit den 7 Schritten so hinzugehen und den zu vergiften, ne? Ja. Weil wir nur springen. Mit ein extra Damage kommen. Immerhin vergiftet und. Jo. Was geht jetzt ab? Okay. Gut, sie kann jetzt nichts zu uns machen. Müssen wir leider. Ich überlege mich unsichtbar zu machen. Und dann den doppelten Schaden auszufügen. Ne? Weil hier kann ich ja wirklich nicht viel machen. Ne? Da war schon eine lange Rast, ganz ehrlich. Da gibt es ja ein bisschen Schaden wahrscheinlich. Ich könnte mich nun daneben noch bewegen, immerhin. Ja gut, ich könnte auch die Combo machen hier, unsichtbar und damit 6 Schaden. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Ja. Ich beschwöre ein Frostdämon. Okay. Ja gut. Wir bleiben bei der Strategie, weil was anderes haben wir ja nicht. So, komm. Das ziehen wir. Ah, 7. Ja, komm. Ach so.
Naja. Hab ich jetzt eigentlich. Oder ist sie denn? Nee. Ne, die habe ich ja noch. Okay. Dann können wir gleich den Frostdämon rein, theoretisch. In der. Ja, sehr schön. Der steht jetzt nämlich direkt neben uns. Da kann ich ihn direkt auch auslöchern. So, welche Karte tun wir denn weg? So, dann müssen wir jetzt gleich schnell sein. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie auf diese vier Schaden kommen, ne? Ich glaube nämlich den hier am besten. Ich glaube Inferno braucht. Wobei Inferno ist der Vorteil, kann ich öfter einsetzen, ne? Die Bewegung, die brauche ich alle noch. Ja, ne, dann ist Inferno wirklich die Karte, die ich jetzt. Ich glaube, es sind ja keine so großen Gegnergruppen mehr, ne? Jetzt habe ich die 5 Bewegung, um auf so einen Hebel zu kommen. Das machen wir auf jeden Fall, dann töten wir den Frost eben. Dann haben wir unten noch die Möglichkeit. Machen wir die 4er Bewegung, ne? So. Und hier. Machen wir es so, oder? Ja, sind wir schnell. Er ruft wieder irgend so ein. Ey, ohne Witz. Du willst ihn ja alles jetzt noch rufen. Ah, es war so dumm, wie das stimmt. Ja, warte, dann müssen wir es andersrum machen. Weil, da kann ich jetzt irgendwie anders agieren. Nee. Lesen die Karten bitte richtig. Ich hab's eben noch gesagt. Eben noch. Ich muss darauf achten, dass natürlich auch kein Gegner in der Nähe steht. Jetzt wäre es ja einfach zu einfach. Aber wir kriegen ihn eh nicht besiegt. Das heißt, wir müssen. Komplett anders an die Sache rangehen. Also, was ich versuchen kann, ist natürlich, ihn zu besiegen, den anderen Dämon. Also, damit mache ich 3 Schaden. Dann würde ich auch 3 Schaden machen, ne? Dann mache ich 4 Schaden. Gut, nehmen wir das. Dann nehmen wir die und den und dann versuchen wir unser Glück einfach mal. So. Heilen. So, dann hier mit dem Vorteil, wir müssen hoffen auf 4 Schaden. Hat funktioniert. Ausdauertrank. Ja, wir haben uns beide Karten wieder. Danke. Und jetzt können wir ihn doch auslöschen. So, die 5 Bewegungen hierauf, ne? Und Bewegung überspringen. So, jetzt müssen wir eigentlich ja nur noch. Wir machen eine lange Rast. Sie braucht nur die. Hier ist die Dreierbewegung oben. Irgendwas. Ja, komm, nehmen wir das hier, ne? 4 Schaden. Boah, ja, wobei, es ist eine langsame Karte. Ne? Ist okay so. So. Oder will ich mir hier irgendwie. Ne, einen Bonus habe ich ja auch nicht. Bewegung überspringen, danke. Und hier Angriff auch überspringen. Machen wir die Tür doch mal auf. Gucken doch mal, was uns noch erwartet. Wie wir irgendwie noch gut durchkommen. You hear the alarm ringing clearly in the distance. You kicked over a hornet's nest. And it's just a matter of time before you're swarmed. You enter the inner chamber and scan the room. There's a lot of treasure here. Best just to grab it all. Ja, am besten nehmen wir alles. Dann bist du ein normaler. Sehr schön. Das heißt, wir können dich jetzt gleich einfach auslöschen. Wir müssen überlegen, welche Karte ich wegtue. Ich glaube,
Hier, ne? Weil gut, das Entschärfen wäre natürlich praktisch da oben jetzt gleich, aber die anderen Karten sind halt noch besser. So, hier unten der. Wir brauchen eine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 Bewegungen habe ich damit, ne? Ich muss aber hier. Ich habe hier immerhin 7. Springen. Okay, 7. Hier habe ich die 11. Das sind 1, 2, 3, 4. Das reicht auch. Und damit, dann können wir den auch direkt aus. Also die Fähigkeit hat uns jetzt wirklich mega viel gebracht bisher. Bis hierhin. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können sogar bis hier hingehen. Wobei, dann steht er hier. Weil sie steht dann da näher dran. Ja, nee, ist okay so. So, Bewegung überspringen. Ja, Angriff. Hier, mit dem Element. 3 Schaden. Schön, dass wir es haben. Brauchen Thomas nicht. Egal, so, zack. Und damit können wir ihn einfach auslöschen. Also, letzter Blick. Wirklich gute Karte. Ne? Die haben uns hier bisher wirklich 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5, ne? Gut, ich will die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, mit 7 komme ich da hinten hin. Das ist schon mal gut. Und dann könnte ich mich damit nochmal 3 bewegen. Und habe die Stiefel. Nice. Ja, nee, bringt mir gar nichts. Hahaha. Ha, ha. Ich muss ja darauf stehen bleiben, ne? Einem steht noch das hier, weil. Kurze Rast. Ja. Ihre Bewegung. Nee. Kommt ja, die kann ich weg. Das ist in Ordnung. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich bräuchte 5, ne? Oh, ich gehe hier lang. 1, 2, 3. Oder 1, 2, 3, 4. Nee, ich komme nicht hin. Gut, nehmen wir die beiden und können dahin springen. Ich meine, er macht da hinten, ne? Sein Ding so. Ist okay. So, wir holen uns hier die erste Schatztruhe, bewegen, überspringen. Angriff überspringen. Alles beenden, danke. So. Was ist auf dran? Machst du eigentlich. Nö. Der letzte weiß, könnte ihn auch. So, zack. Bewegung. Hier Angriff. Den kannst du sogar eigentlich, könnte ich den sogar mit der einen Karte auslöschen, ne? Na ja, komm, wir nehmen jetzt die beiden Karten. Hier nehmen wir die beiden Karten. Wir beschwören den Erddämon, das ist natürlich ärgerlich, aber egal. So, bei ihr haben wir 4, 1, 2, 3, 4. Das reicht gar nicht, ne? Ich müsste eigentlich auch hier durchstehen, aber 6 Schaden. Schaden ist halt echt zu viel, ne? Wobei eigentlich nicht. So, wir kommen hier so einmal rum. Angriff, zack, können wir so beenden. So. Wie rum machen wir es denn jetzt? Ah, du lest mich auch nicht, ne? Nee, okay, komm. Dann gehen wir da halt jetzt rein. Können die 6 Schaden, ist okay. Wir müssen einfach gucken, dass wir dann nachher. Ich muss einfach die 5 Leben da wiederholen. Greifen auch damit an. Angriff überspringen. Können sie auch unsichtbar machen. Das heißt, nachher, wenn wir da irgendwie so rüberspringen, könnten wir auch einfach so an den Gegner vorbei. Aber das ist auch normal. Das heißt, jetzt da noch einmal. Okay. Jetzt wird es langsam doch ein bisschen. Weil doch kommt kurze Rast.
Ja, ist okay. Bei ihr. Ich brauche eigentlich die Karte wieder und dann eigentlich die. Ja, komm, wir machen eine lange Rast. Ja. Ich habe halt hier so richtig krasse Bewegungskarten überall, ne? So, komm, wir machen die 7er und gucken mal, wo unsere Gegner denn hinlaufen. Weil wenn die nebeneinander stehen, bringt das ja eh nichts mit dem Auslöschen, ne? So, der da beschwört auch noch ein Monster. Ja, die beschwört halt alle sehr viele Monster. Da haben die richtig Spaß dran. Vorteil ist, wir können sie natürlich auch einfach wieder unsichtbar machen. So. So, du beschwörst nur was und du hast ein Feld Bewegung, ne? Das heißt, okay, du kommst ja nicht wirklich weit. Wobei, du kommst so weit, dass du mich treffen würdest. Ne? Wie viel Schaden machst du? Der wird mich auch schieben. Ne? Gut, dann gehen wir nur bis. Wollte ich das Gold haben? Ja, nein, nein. Ja, doch, komm, wir holen uns das Gold. Mega clever. Einfach überspringen. Machen wir uns unsichtbar. Wir tun die uns auch nichts. Das ist die Frage, wo ich mir die. Ja, komm, ich hole mir die 7er Bewegung wieder. Ganz ehrlich. Mit nochmal 7 bin ich irgendwann hier hinten schon. Dann ist mir das egal, was ihr macht. Selbst mit Stiefeln komme ich da ja super rüber. Wo ich jetzt hier. Okay, nein, ich habe jetzt. Gut. Der ruft ja natürlich ein neues Monster. Das habe ich jetzt gekonnt erstmal übersehen. Ja, den brauche ich noch, ne? Wobei ich kann mir die jetzt gleich auch alle wiederholen. Komm, Feuerball eben weg. So, danke. Und jetzt muss ich. Nehmen wir die beiden Karten. Das ist die Frage, will ich meine Karten refreshen? Ne, eigentlich schon nicht, ne? Ist da was aktiv? Ja, wir können 3 Schaden machen. Mit Springen komme ich da so rüber? Okay. Ja. Ja, bewegt euch mal alle so ein bisschen, dass ihr mir hier nicht mehr im Weg steht. Natürlich macht er genau das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, bei ihr? Habe ich da meinen Umhang noch? Ja, den hätte ich sogar noch. Okay. Andersrum, wie weit komme ich damit? War nicht so weit. Das heißt, wir laufen einfach mal so normal hier hin. Reicht gar nicht. Schade. Was habe ich denn jetzt hier schon erschöpft? Nur die hier, die könnte ich mal wiederholen, ne? Ist sogar eigentlich gut. Ne? Dann habe ich die schon wieder auf der Hand. Muss mir nachher keine Sorgen machen. Will ich mich unsichtbar machen? Nee, noch nicht, oder? Dann auf überspringen. Okay. So. 7 Bewegungen mit den Schuhen. Ja. Was soll ich sagen, ne? Ich bin mal weg. Jetzt wir müssen ja nicht mehr kämpfen, ne? Hier. Ich kann überspringen, ich muss jetzt nur noch da hinten hinkommen. Ich überlege mir hier vielleicht einfach auch wieder. Wobei hier mit den 5er Schritten, ne? Bin ich ja eigentlich auch gut bedient. Und dann nehmen wir noch den 60er, alles klar. Also hier rum. Oh, das ist ja ziemlich. Das ist eigentlich gar ziemlich schlecht, ne? Ich kann eine lange Rast machen. Die ja weg. Meine Karten, ja gut, sind eh schon. Ne, ich muss ja jetzt eigentlich mir die Karten zurückholen, ne? Ja. Gucken, dass die jetzt
nicht so viel Unfug treiben. So, hier Bewegung. Danke. Und einfach überspringen. Vielleicht zieht es ja auch ein nach da hinten. Aber ich glaube eher weniger. So, wir können uns natürlich jetzt hier den Segen holen. Ja, das muss die Frage natürlich unsichtbar machen, ne? Zur Heilung. Juckt nicht. Vier, drei Bewegungen. 1, 2, 3. Interessiert mich auch nicht. Und der Feuertyp wird mich treffen, ne? Okay, nee, dann ist es eigentlich egal, was ich unsichtbar mache. Die machen ja nichts Besonderes. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir halt irgendwie da durchstampfen. Aber mit Unsichtbarkeit kann ich mich schon einmal unsichtbar machen, wenn wir die Stiefel nochmal holen. Ne? Da komme ich ja eigentlich auf sehr gute Bewegungen. So, der Plan. So, kurze Rast. Ja. Ja, du kannst es ruhig verbrennen. Ja, wir nehmen für die beiden Karten. So, jetzt ist hier die Frage der Fragen. Ja, meine beste Bewegungskraft, die Vierer, die ist natürlich jetzt gerade da unten drin. Ne? Könnte ich mir natürlich wiederholen. Ist, glaube ich, auch wirklich. Wobei, nee, komm. Mach ich Inferno. Ja gut, angreifen bringt ja eh nichts. Ne? Also ich brauche jetzt erstmal hier die Dreierbewegung auf jeden Fall. Dann nehmen wir Inferno, was einfach schnell ist. Und dann gucken wir doch mal. Ja, wir sind auch schneller als die Gegner. Sehr schön. So, dann können wir mit den Stiefeln bis nach hier kommen. Schön. So. Dann aus Jutz und Dollerei machen wir einfach Inferno. Einfach nur, weil wir es haben. Ich gebe 3 Schaden. Ziemlich blöd. Wir machen uns unsichtbar. Das ist auch okay. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Und ich frage mich jetzt gleich. Eine kurze Rast mache. So, zack. Du hast es geschafft. So. Wobei einmal bewegen mit Sprung habe ich ja noch, ne? Ne, habe ich gar nicht. Okay, dann mache ich jetzt eine lange Rast, weil ich bin ja noch unsichtbar. Das heißt, die kann ich nicht angreifen und ich krieg meine Stiefel wieder, habe dann zweimal eine Bewegung mit Springen. Was mir natürlich Vorteil. Ja. Angriff überspringen. Bewegen hierhin und überspringen. So. Was mir natürlich zweimal die Vorteile hat. Ja gut, das geht jetzt da runterlaufen. Ist halt auch nicht so optimal, ne? So, die sind immerhin jetzt nicht so schnell, zum Glück. So. Ja, die beiden brauche ich halt für meine Bewegungen, weil alles andere sind keine guten Bewegungen, ne? 3 und 4, ja. Du musst das Inferno leider dran glauben. Gut, lange Rast ist okay. Und hier, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Mit Springen, wenn ich bis dahin komme, ne? Aber ich habe gar keinen Springen mehr. So, auf jeden Fall nehmen wir die Bewegung. So, dann. Tue ich irgendwas leben? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal schon, ne? Okay. Das war auch er war schneller dran. Okay, so, das heißt, ich darf jetzt hier zuerst.
Was machst du eigentlich? Bewegung und Angriff von 4. Das ver nee, das Vorteil, ne? Nee, Vergeltung. Das ist die Frage, ob ich ihn überhaupt angreifen möchte. So, das heißt, eigentlich kann ich auch mal eben gucken. Bewegt sich nicht. Alle Gegner, ja, bewegt sich auch nicht. Die bewegen sich alle nicht so weit, dass mir das Sorgen macht. Okay. Dann habe ich 1, 2, 3. Oh, ich habe gleich nicht genug Bewegung, ne? Okay. Will ich damit jetzt jemand angreifen? Ich meine. Ich meine, der macht jetzt eh 4 Schaden, ne? Angriff überspringen, ne? Mit 3 Vergeltung bekommen wäre eigentlich ziemlich dumm, ihn anzugreifen. Ich würde mich ja selbst nur schädigen. Und du da hinten denkst auch so, yo, ich greif 1000 Kilometer an und entwaffnet. Also, du kriegst auch 2. Warum kriegst du denn 2 Schaden? Was hast du gemacht? Alle gehen allein 2 Schaden. Ach so, okay. Natürlich. Ja, mal gucken. Ja gut, ich könnte jetzt gleich das ja auch einsetzen, ne? Dann bin ich ein Zug ja safe. Wenn ich damit mache. Heilen, wobei, die kann ich ja gar nicht, ne? Ich müsste oben eine Bewegung haben. Habe ich leider nicht. Ansonsten habe ich nur 4, ne? 1, 2, 3, 4. Es fehlt halt 1, ne? Oh, ist das ätzend. Okay, egal, die kann weg. Wahrscheinlich die 5 Schaden wären zu krass gewesen. Ja, hier die eine Wunde. Die heilen wir uns natürlich jetzt damit. Und hier können wir nur, ja, komm, wir können das weg. Du stehst halt da hinten und machst so dein Ding, ne? So, ja, wir wählen hier für 2 Karten aus. Ich muss jetzt wirklich überlegen, was wir machen. Ich überlege, das einzusetzen. Weil Mensch von 3 Angriffen geschützt. Ich kann eh nicht angreifen. Ich müsste mich ja auch eigentlich irgendwie mal so in die Richtung da bewegen. Nee, komm, wir gehen dahin. Wir hoffen einfach, dass die keine so hohe Bewegung haben. Und ja, natürlich. Aber ja, natürlich haben die so eine hohe Bewegung und treffen mich von hinten. Das ist natürlich wiederum. Ja, komm hier. Angriff überspringen. Angriff überspringen. Mit ihr hätte ich vielleicht doch ein bisschen da aufräumen sollen, aber. Bewegung von 3. 1, 2, 3. Was hast du? Du schwörst nur einen. Okay. Das heißt ja eigentlich. Das ist nur dumm, mich wieder verprügeln, ne? Danke für gar nichts. So, und damit kann ich eh nichts machen. Angriff überspringen. So hoffen wir nur, dass er nicht genug Schaden macht, ne? Was er aber natürlich macht. So, gut. Ja, die kann weg. Davon muss ich wieder gleich eine zurückholen. So, und die sind ja eigentlich alle jetzt weit genug weg. Die sollten mich nicht mehr belästigen. Der Winddämon. Und der könnte natürlich jetzt nochmal richtig ätzend werden. Ne? So kurzer Rast, danke. Oh nee. Die 7er. Wobei das die 4er Bewegung, das die 3er Bewegung. Oh. Okay, ich meine, mit 20 bin ich eigentlich immer noch schnell genug, oder? Ja gut, ich war ja eh das obere, daher passt das alles so. Und ne, bin ich nicht, siehst du mal. Bis hierhin. Bewegung überspringen, Angriff auch überspringen. Zu beenden. Ist der hier auch, ne? Und ein Schaden. Ist der Erddämon auch vor mir dran? Ne, aber der Frostdämon, ne? Er lehnt mich. Ist das dein Ernst?
Oh, komm schon. So, warte, dann starten wir die Runde neu. Ne, ganz ehrlich, kein Bock, die ganze Quest jetzt nochmal zu machen. Wegen einer Lähmung. Wenn wir uns jetzt den einen Schaden geben, dann sind wir mit 7 schneller. Und können einfach reinlaufen. Die Contest Cheating, ja. So, hier machen wir jetzt einfach eine lange Rast. Die kurze Rast, so. Ich kassiere den einen Schaden. Und wähle natürlich lieber die Karten aus. Hier nochmal Damage. Können jetzt bis nach hier hinten laufen. Und sagen, jo, wir sind weg, danke. Und einfach überspringen. So, jetzt können wir gucken, was die Gegner machen. Wir müssen nur noch überleben. Diese dämlichen Zabbers. So, eine lange Rast. Die wartet jetzt hier schon so lange, dass sie bald keine Karten mehr hat, ne? Zu schlecht, ja. You round the corner just as a ball of fire flies in your direction. It explodes on the far wall and collapses the tunnel behind you. You break into a full sprint and within minutes emerge from the mountain and continue speeding into the surrounding foothills. With a safe distance between you and your pursuers, you finally collapse to the ground and rest. After a while, it becomes clear that no Savas are chasing you. So you get up and continue your quest with the treasure in hand.